Nein, das kann man überhaupt noch nicht so sagen. Und das passt ja auch eigentlich zu dem ganzen Brexit-Thema, dass man sehr wenig konkret sagen kann. Und besonders dann, wenn es darum geht, Prognosen zu stellen, wie es denn weitergehen könnte. Die Premierministerin hat noch einmal bekräftigt, nicht zurücktreten zu wollen. Und das, was wir am Wochenende erlebt haben, dass sich eigene Minister gegen sie rebelliert haben oder auch innerhalb ihrer Partei gab es ja Gegenwind. Also diese Kritiker hat sie auf ihrem Landsitz wieder auf die gebracht. Die Frage ist jetzt natürlich, geht es weiter in Sachen Brexit? 7 Optionen liegen auf dem Tisch. Das Parlament versucht heute, versucht in den nächsten